Endspielcharakter beim Traditionsduell zwischen Ulm und Offenbach am Freitagabend. Mit dem Rücken zur Wand, die Gastgeber auf Rang 15 und auch die Gäste mit aufgestellten Antennen und Blick nach hinten gerichtet stehen nur auf Rang 11. Kickers Trainer Rico Schmidt setzte anders wie beim Spiel gegen Mannheim auf einen Winterzugang. Markus Müller, der 1,90 Meter große Mittelstürmer, sollte für mehr Schwung nach vorne sorgen. Beim SSV und seinem Top-Torjäger Florian Treske gab es auf dem Feld kaum Überraschungen, eher neben dem Platz. Die sonst so sangesfreudigen Ulmer Anhänger wurden gut im Zaun gehalten und verschwanden nach dem Anpfiff gar ganz. Und so waren die UFC-Fans die einzigen Stimmungsmacher auf den Rängen. Rein in die Partie vor letztendlich 1200 Zuschauern und da ging es schnell. Gebert, Umkurv, Daniel Endres steckt rein und dann klären Modica und Theodosiades vor Daniel Reit. 20 Minuten rum und endlich mal ein Lebenszeichen der Gäste. Pintol mit der Flanke und dann dauert es nur Sekunden und die Situation ist schon wieder bereinigt. Routinier Goran Lovre schlägt die Kugel raus. Ulms Schlussmann Fernandes Diaz zeigt dann, wie es geht und umkurvt nach einer halben Stunde die beiden UFC-Frontmänner Markus Müller und Benjamin Pintol und verbucht dann quasi einen Torschuss auf seinem Konto. Klasse Aktion, auch nicht alltäglich. Wenig geschehen nach 45 Minuten und der unparteiische Robert Kempter erlöste beide Teams mit dem Pfiff zur Pause. Vielleicht sollte die zweite Hälfte ja Steigerung bescheren. Und tatsächlich, auch wenn es wahrlich kaum schlechter werden konnte, dieses Mal die Gäste des UFC durch, wen sonst, Benjamin Pintol mit dem Eckball. Und der findet am langen Pfosten Goran Lovre. Eine Glanztat des Ulmer Schlossmanns verhindert das erste Tor. Die anschließende Ecke und es blieb gefährlich für die Hausherren. Wieder Eckball Pintol und dieses Mal am kurzen Pfosten Giuliano Modica. Die Latte rette, dieses Mal wäre auch Fernandes Diaz machtlos gewesen. Pech für den OFC. Knapp eine Stunde rum und dann wieder die etwas engagierteren Ulmer mit Gebert über die linke Seite. Und seine Flanke findet im Strafraum Johannes Ludmann. Wieder eine gute Möglichkeit, aber die Tore fielen nicht. Kaum später, kurzer Eckball SSV zwischen Gebert und Treske, der flankt und dann Gavritsch mit dem Kopf, scheitert aber an Endres im Kasten, Angriff nicht vorbei, Reichert flankt wieder rein und dieses Mal völlig frei, Daniel Reit, das 1:0 durch den Kapitän höchstpersönlich nach einer Stunde Spielzeit, riesengroßer Jubel bei den Gastgebern, aber es war noch viel Zeit bis zum Schlusspfiff. 15 Minuten später erwischten die Offenbacher Fernandes Diaz auf dem falschen Fuß. Doch auch das half nichts, es blieb beim 1:0. Der Frust saß tief und Rico Schmidt hatte größte Mühe, seine Jungs zu besänftigen. Hier Klaus Giasula, der sich kurz zuvor ungestüm im Zweikampf wehtat. Und die Stimmung blieb hitzig. Jan Biggel holt Florian Treske beim Kontern von den Beinen. Im Tumult sahen dann sowohl Biggel als auch Treske die gelbe Karte. Für Treske besonders bitter, es war die fünfte gelbe Karte für den 12-fachen Torschützen und damit ist er gegen Homburg nächstes Wochenende zum Zuschauen verdammt. So blieb es beim Sieg für die Ulmer, die damit den ersten Dreier im neuen Jahr verbuchten. Für den OFC heißt es weiter den Blick nach hinten gerichtet zu halten, nächsten Freitag geht es für die Hessen ausgerechnet gegen die Tabellenzweiten aus Groß-Asbach. Dass es eine hitzige Partie werden wird, das haben wir gewusst, da haben wir die Mannschaft drauf eingestellt. Es ist eben ein Abstiegskampf und den Abstiegskampf muss man einfach annehmen. Und ich denke, die Jungs, die wissen um die Verantwortung in den Verein und die haben den Kampf einfach angenommen. Man muss natürlich schon sagen, dass die erste Halbzeit nicht so verlaufen ist, wie wir uns das gewünscht haben. Es war sehr viel Hektik im Spiel, teilweise Nervosität. Daraus resultierten viele Fehlpässe, es kam kein Spielfluss zustande, aber ich denke, es war von beiden Mannschaften ein sehr nervöses Spiel in der ersten Halbzeit. Man hat gespürt, denke ich, von beiden Mannschaften die Anspannung. Dass es heute schon beide Mannschaften darum ging, das Spiel zu nutzen, um ihre persönlichen Ziele dann auch ein Stück weit wieder gerade zu richten. Wie immer. Das 1:0 sich verdient. Wir sind mit dem großen Aufwand, den wir jetzt hier die letzten zwei Jahre mit dem haben, haben wir es nicht geschafft, uns auch zu motivieren.